Für die letzten beiden Streiche, die Piñata und das den Stier. Aber wie ihr Feuerspuck beim Essen haben wir auch schon im ersten Teil gesehen, oder müsstet ihr eigentlich auch wahrscheinlich heute im ersten Teil sehen. Mal schauen. Kommt auch drauf an, wie schön ich schneiden kann. Den kennen wir auch schon aus dem ersten Teil mit dem Bienenstock. Immer stark. Das müsste auch schon gekommen sein, ja. Der war doch auf Weißglut, was soll der Scheiß? Tja, spitze. Leider kein Kollaps. Und keine Panik. Der Urlaub geht zu Ende. Schon hat das Schiff den Kurs Richtung Heimat eingeschlagen und überall ist Ruhe eingekehrt. Ach schön. So ein richtig entspannter Urlaub geht zu Ende, oder? Schon hat, also war schon. Der Nachbar streunt an Deck herum und spielt mit allem, was nicht festgenagelt wurde. Das wird ihm sicher noch einmal zum Verhängnis, meint Woody. Ja. Kurzer Cut, Telefon, sorry. Sorry, war ganz kurz Telefon, ziemlich scheiße gerade vom letzten Dingensatz. Böse Nachbarn in keine Panik. Ja, ich war zu früh. Nein, knapp. Wo schläft er? Wir schlafen euch an den lieben Abend. Und so. Das hab ich über der Luke, fällt zum Glück überhaupt nicht auf. Puste Blume. Was zum? Der war doch schon auf der Treppe. Ja, anscheinend sind die, wie ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt habe, ziemlich genau, was das Betreten von Arealen angeht. Ja, wie war das? Hochmut kommt nach dem vor dem Fall, oder wie? War noch nicht fertig hier. Catch. So. Tja. Das war wirklich ein eleganter Flug. Ach, da kann ich nichts abhauen. Oh, verdammt. Ich dachte, wenn die untereinander beschäftigt sind, kann ich das nutzen, um abzuhauen.
Satz mit X war wohl nix. Da kommt jetzt schon. Oh oh. Ja, das wird doch nix. Aber jetzt. Konzentration. Boah, gar nicht so. Das Zeug wird immer schwerer, kommt mir auch vor. Das Blöde ist, jetzt versauen wir uns leider selbst gerade die nächste Möglichkeit für den nächsten Streich, weil dazu hätten wir schon von dem Streich jetzt was gebraucht. Blöd, aber naja, was will man machen? Tja, wie konnte das nur passieren? Ja, nein. Ja, toll, vor mir der Nachbar, hinter mir der Motor. Egal. Jetzt, letztes Level. Wir sind top motiviert. Wir haben null Ahnung. Wir haben, oder wie war das? Die 5 Ks des Handwerkers. K Lust, K Zeit, K Ahnung. K Talent. Ich weiß es nicht mehr. K Zeit, K Geld, K Lust, K Ahnung. Das fünfte fällt mir nie ein, sowas. Ah. Oh Gott! Wenn mir da alles einfällt. Wenn ich das erste Mal böse Nachbarn gespielt habe, also den ersten Teil, ist mir nach einer gewissen Zeit die Melodie so dermaßen auf den Senkel gegangen, dass ich dann, weil es damals irgendwie so Ding war, gerade wieder ganze Zeit Blue White gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob es im Original über Blue White hieß. Ja, top. Top informiert wir mal. Das ist Let's Play mit Obsoletus, top informiert, bis zur letzten Feinheit genau ausgetüftelt. Blups. Jeder Plan bis ins kleinste Detail. Da geht's übrigens bergab, wollte ich gerade gesagt haben. Sehr wichtig. Ja, voila, dolala, superladam. Absolut deiner Meinung. So, das Halteseil muss jetzt sitzen. Phew. Oh, ja, es ist wieder aus dem Spiel rausgeworfen, war irgendwie nicht beabsichtigt. Ich spiele es nämlich gerade im Fenstermodus.
Kommt Fisch, kommt Rad, oder wie war das? Der Vogel mag den. Also Vogel. Ja, der Vogel mag den Papagei nicht, genau. Der Vogel mag den Nachbarn nicht, so rum. Ja. Schöne Scheiße, wenn der Kapitän einen nicht reinlässt, hä? So. Da geht es übrigens noch immer bergab. Herz, Kasper. Das ist ein sehr schneller Zug, so war das genau. Wieso kommt er darüber? Das tut weh. Aber hey, das trifft sich, da wollte ich hier. Ich sehe schon kommen, ich sitze hier gerade ein bisschen fest. Ich nehme auch gerade die Hand von der Maus, damit ich da nicht irgendwie irrtümlich reinrutsch. Auch toll finde, die lässt ihre Schuhe an beim Duschen. Wahrscheinlich nicht nur die. Ach so, klar, da hat jetzt ja keinen Grund mehr hier runter zu gehen. Nicht sag. Natürlich sag. No. Das ist echt schwierig hier, verdammt nochmal.
So, und jetzt können wir uns vorbereiten auf das Grand Finale. Grand Final. Das ist Finale eigentlich. Auf Französisch. Grand Fin. Grand Fin, das ist übrigens verwandt mit Huckleberry Finn. Ja, den hat's gerade reingedrückt. Oh, scheiße, nein. Ach, der Captain schnarcht sich jetzt eins. Blöd ist, das ist der letzte Joke. Ich hätte noch ein Leben, nach zwei hätte ich es riskiert, damit ich danach bleibe, aber. Ich finde es übrigens toll, weil ich als Erfahrung weiß, dass man aus der kleinsten Kursänderung ein paar hundert Kilometer daneben landen kann. Ich hatte das nämlich noch bezüglich Ausbildung für Funker bei der Feuerwehr, dass ich komplett durch Karten navigieren können haben müssen. Sprich, wenn die mir die und die Koordinaten gesagt haben und mir gesagt haben, da und da musst hin, dann habe ich das dann natürlich wissen müssen, wo das hingeht. Und beim ersten Versuch haben wir, also nach der ersten Erklärung, beim ersten Versuch haben wir ja, alle ziemlich weit daneben gelegen, nur, also ziemlich weit ist gut, die meisten waren relativ knapp dran, haben sich vielleicht ein bisschen vertan. Aber ich bin direkt mal ganze 200 Kilometer am Ziel vorbeigeschossen, war perfekt. Kilometer, da verpeilt man schon ein bisschen was. Ist extrem bitter. Passt gerade irgendwie überhaupt nicht zur Musik. Pfeif drauf. Oh, ups. Episch.
Ja, liebe Freunde des gepflegten Let's Plays. Das war eines der Projekte der Special-Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Das andere, wie gesagt, Böse Nachbarn 1. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich. Also, klar, einerseits natürlich auch teilweise die Verzweiflung. Das gibt's nicht, ich kenne die Spiele, wieso finde ich den Scheiß nicht? Und andererseits... Ach, schön. Auf der Seife ausgerutscht, reingedonnert ins Meer. Ich bin meine, der Demo hat, wurde von einem Haifisch gebissen und wieder hochgejagt, aber okay. Oder auch gute Spaghetti in der Kapitänsmütze, die wir schon hatten. Ach, einfach schön. Das war halt wie in der 40-Show aufgezogen, ich finde das richtig geil, das ist... Einfach komplett was anderes vom Spielprinzip her. Quatsch. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Habt viel, viel Spaß, was immer ihr auch macht. Fangt bloß nicht an, die Streiche von Woody nachzumachen. So eine Dynamit-Zigarre ist ziemlich gefährlich. Ansonsten. Ja, bleibt anständig. Viel Spaß mit den Projekten, die jetzt in Zukunft kommen. Ja, vor allem, weil da jetzt einfach mehr pro Woche kommt. Das habt ihr auch schon in einem Video erfahren. Dafür wird allerdings die Anzahl der Projekte etwas eingestampft. Aber ich glaube, das ist im Interesse von beiden Seiten, also sowohl von euch als auch von mir, weil ich dann nicht mehr ja, so viele Spiele einfach auf der Platte haben muss. Aber dazu in einem anderen Video, dazu gab es schon mehr in einem anderen Video, denke ich mal stark. Insofern macht's gut, bleibt stark, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Projekt. Ciao!